Bhujarasana gehört zu den klassischen Asanas, die in einem Text namens Navatna 84 Asanas beschrieben wird. Bhujara heißt Erdbewohner, es ist die Stellung der Erdbewohner. Bhujarasana ist wie ein Mittelding zwischen Ardha Padmasana und Siddhasana. Beschrieben wird die Stellung wie folgt. Gib den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel und gib den rechten Fuß zum Perineum. Halte die Hände auf die Knie und sitze gerade. Also hier ist anders als bei Siddhasana nicht der andere Fuß mit der Ferse am Schambein, sondern der Fuß ist bewusst auf dem Oberschenkel. Aber der untere Fuß ist unter dem Perineum, unter dem Kandapunkt. Probiere es aus. Gerade wenn die Ferse unter dem Kandapunkt ist, kann das bei Pranayama und Meditation eine besondere Energieerfahrung ermöglichen.